Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in unserer Arctic Jurassic World. Beim letzten Mal haben wir einen wunderschönen Hauptplatz gebaut mit einem Aviarium, einigen Besucherläden und einer Einschienenbahnstation. Und normalerweise würde ich euch jetzt die Leute zeigen, die sich hier durch die Kommentare in der letzten Folge hier verewigt haben als Pteranodon in meinem Park. Allerdings habe ich leider vergessen, dass man die Pteranodons in Jurassic World Evolution gar nicht benennen kann, deshalb geht das Ganze leider nicht, aber keine Sorge, eure Kommentare der letzten Folge waren nicht umsonst. Ich werde gleich weitere Dinosaurier freilassen und dann einfach die Kommentare dafür nutzen. Und jetzt würde ich sagen, ohne weitere große Umschweife geht's weiter mit der Arctic Jurassic World. Und an dieser Stelle geht's dann weiter. Ich finde, es wirklich wunderschön geworden. Besonders das Aviarium, das ist echt ein Highlight. Mit diesen, ja, beschneiten Pflanzen. Da ist wirklich eine super schöne Atmosphäre drin. Leider kann ich ja, wie gesagt, die Pteranodons nicht benennen. Allerdings haben wir hier vorne sowieso noch ein Gehege geschaffen, was leer ist. Und dafür würde ich gleich die passenden Bewohner freilassen. Und dann werde ich einfach die Kommentare von der letzten Folge dafür benutzen. Das ist ja, denke ich mal, kein Problem und ist, denke ich mal, völlig in Ordnung. Aber erstmal möchte ich jetzt mal eben schnell hier das Ganze mir angucken, wie viel Platz wir noch haben. Das ist nämlich gar nicht mal so viel. Ich werde jetzt auch noch einiges an Bäumen erstmal entfernen. Das ist eigentlich nur dieser Bereich. Und hier vorne nochmal ein etwas größerer Bereich. Also dieser hier, wo ich jetzt erstmals alles fleißig freipinseln werde. Und jetzt könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Das ist wirklich nicht mehr so viel Platz. Also wir sind schon kurz vor der Fertigstellung hier von unserer Arctic Jurassic World. Wir müssen allerdings jetzt umso organisierter vorgehen, weil wir am Ende kein Hemd-Entwicklungslabor mehr haben werden. Das heißt, wir müssen schon, bevor wir den letzten Bereich bauen, die Dinosaurier im Voraus freilassen und dann irgendwo zwischenlagern. Da müssen wir mal schauen. Ich mache das Ganze jetzt erstmal hier nochmal hin, damit wir hier was ausbrüten können. Und ja, da müssen wir mal gucken, dass wir erstmal diesen Bereich hier verplanen und bebauen. Und das hier sind unsere neuen Bewohner. Epiornis Maximus. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ist, denke ich mal, sehr passend, weil ihr habt ja Namensvorschläge für, ja, Vögel reingeschrieben. Und das hier ist ja auch quasi ein Vogel. Dann werden die Namensvorschläge, denke ich mal, auch hier passen. Habe ich leider wieder verpeilt mit dem Pteranodons, dass das nicht geht. Aber das passiert auch schnell, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob die, ja, wirklich in der Schneelandschaft damals gelebt haben. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich finde, gefiederte Lebewesen passen eigentlich immer. Weil jetzt so optisch gesehen, finde ich den eigentlich schon wieder ziemlich cool für diese Schneelandschaft. Insgesamt werde ich davon 6 Stück freilassen. Ich glaube, 6 ist eine gute Anzahl für die Gehegegröße. Erinnert mich immer so ein bisschen, muss ich sagen, an den Kasuar. Von der Optik. Fehlt nur so ein bisschen das Blau. Aber ist doch süß, oder? 6 Stück davon. So eine wilde Truppe. Die passt, denke ich mal, sehr, sehr gut in das Gehege. Und die bringe ich jetzt mal rüber und dann bekommen sie ganz tolle Namen von euch. Und jetzt sind sie alle in ihrem Gehege angekommen. Und sie scheinen hier sehr glücklich zu sein. Haben ja auch viel Platz zum Sprinten, ne? Ist ja ein sehr längliches Gehege. Und dort können die sich ordentlich austoben, denke ich mal. Und jetzt kommen wir gleich direkt zu den tollen Namensvorschlägen von euch. Und jetzt bauen wir als nächstes Wege. Hier vorne möchte ich auf jeden Fall ein Gehege noch hinmachen. Wahrscheinlich für den Fleischfresser. Weil davon haben wir bis jetzt nicht viele im Park. Ich glaube nur einen. Mit dem Terrorbird. Ja, kommt hin, oder? Das dürfte, glaube ich, echt nur der Terrorbird sein. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Und deshalb baue ich jetzt hier mal so ein bisschen herum. Damit wir hier auch noch ein weiteres Gehege hinbekommen. Ich habe mir natürlich auch schon so einen kleinen Plan gemacht, wie das Ganze dann später aussieht. Die Gehegeform soll auch einigermaßen interessant sein, aber auch nicht zu groß.
Ist aber schon relativ groß, ne? Ja, schon fast so groß wie das Aviarium, das Gehege. Also ich glaube, die meisten Fleischfresser könnte man dann hier in der Größe schon unterbringen. Ich glaube, das ist ganz nice. Dann haben wir definitiv eine sehr interessante Gehegeform. Und hier wird dann der Weg auch noch runtergeführt. Hier so reinführen, genau in die Mitte. Und ich habe mir natürlich hier auch schon ein paar Gedanken zu gemacht. Denn ich will das Gehege an sich. Ich hoffe, das ist nicht zu klein, aber na, ich glaube nicht. Ich will es nämlich ein bisschen abgesenkt machen. Müssen wir halt irgendeinen Fleischfresser nehmen, der nicht ganz so hohe Anforderungen hat vom Platz. Muss ja kein Tyrannosaurus oder so sein. Wobei, wenn es den in gefiedert geben würde, wäre das schon ein schöner Kandidat. Es gibt tatsächlich eine gefiederte Tyrannosaurus-Mod. Die habe ich mir auch schon angeguckt, aber die sieht doof aus. Deswegen würde ich die niemals verwenden. Weil die Mods müssen mir natürlich auch gefallen, die ich hier verwende. Ich will nämlich das Gehege hier so ein bisschen abgesenkt machen. Dass es etwas niedriger ist als der Weg. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Das ist einigermaßen gleichmäßig. Wenn es nicht ganz gleichmäßig ist, macht das rein gar nichts. Hauptsache, der Weg ist gerade. Das ist das Wichtigste. Damit die Leute nicht auf so einer Schrägen laufen. Und hier können wir jetzt einmal einen Zaun aussuchen. Für den Fleischfresser kommen drei Zäune in Frage. Einmal dieser hier. Na, der ist mir ein bisschen zu langweilig, glaube ich. Dann haben wir diesen hier. Der ist natürlich schon sehr heftig, ne? Aber sieht cool aus. Und wir haben natürlich noch zu guter Letzt diesen hier. Das ist auch krass. Der gefällt mir auch optisch sehr gut. Müssen wir mal ausprobieren. Der Zaun soll nämlich jetzt später. Wir können ja erstmal anfangen mit dem hier. Obwohl, wir fangen erstmal mit einem kleineren an zu zeichnen. Dann ist es etwas leichter. Der soll hier unten dann parallel zum Weg entlang laufen. Schön gleichmäßig am besten. Hier müssen wir dann gleich auch nochmal überglätten, dass das alles dann perfekt ist. Und am besten von oben zeichnen, damit wir immer ungefähr einen gleichen Abstand haben. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumprobiert und das Gehege war ein bisschen zu klein. Ich habe es noch ein bisschen vergrößert und ich habe jetzt eine Methode gefunden, wie ich das Ganze ein bisschen gleichmäßiger machen kann. Ich habe jetzt erstmal an dem Weg entlang einen Zaun gezogen. Der wird auch bleiben. Das ist ganz cool. Dann können die Leute nämlich diese Schräge nicht herunterstürzen. Und von diesem Zaun werde ich einfach jeweils immer zwei abgehen, zwei Striche. Und dann sollte ich eigentlich im perfekten Abstand dann auf der unteren Ebene auch einen Zaun haben. Wenn ich das Ganze jetzt so mache, dann wird natürlich das hier wieder entfernt. Und dann ist es eigentlich ziemlich perfekt. Ist auch genau unten. Und das werde ich jetzt einmal hier komplett drumherum wiederholen. Jetzt verbinden wir mal das Ganze und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Also das mit diesen gleichmäßigen Abständen ist eigentlich immer eine Methode, wo das relativ gut dann klappt, gerade bei Zäunen. Bei Wegen geht es eigentlich auch ganz gut. Kann man immer ganz gut diese gestrichelten Linien halt als Orientierung nehmen. So, das können wir sogar, glaube ich, entfernen. Dann wird nämlich die Rundung wahrscheinlich ein bisschen schöner. Die Rundungen sind hier nämlich teilweise ein bisschen steil. Aber ansonsten geht's. Machen jetzt mal hier diese ganzen Stücke noch wieder weg. Den Zaun da tauschen wir gleich auch noch aus. Muss sagen, dass ich die Gehegeform jetzt nicht so ganz geil finde. Manche Ecken sind mir hier ein bisschen zu scharfkantig. Liegt einfach daran, dass das hier zu klein ist von der Rundung. Vielleicht können wir das gleich noch ein bisschen schöner machen. Also so ganz will mir das nicht gefallen. Und jetzt hier die Rundung nochmal in einem Guss machen. Wird wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen. Jo, definitiv. Auch wenn dann da mehr Abstand ist. Hier vorne werde ich das Ganze genauso machen. Dass ich das nochmal eben schnell selber mache. Ja, definitiv. Jetzt gefällt es mir besser. Auch wenn dann hier ein bisschen mehr Abstand ist. Das macht rein gar nichts. Ja, das ist super. Jetzt können wir uns mal kurz die Zäune anschauen, welche wir da haben. Ich glaube, dieser hier könnte cool aussehen. Wobei der schon ein bisschen krass ist, ne? Das sieht ja schon aus wie so eine, wie so ein Staudamm. Es ist schon cool, ne? Dass man so einen Zaun zur Verfügung hier hat. Mit der Mod. Oder diesen hier. Ich meine, der kann ja ruhig krass aussehen, aber ich glaube, diesen finde ich sogar noch ein bisschen besser. Der hat natürlich auch Strom da dran, diese Stromzeichen und sowas.
Ist auch ganz cool. Dann läuft man hier oben vorbei und denkt gleich, oh, 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 was ist da unten wohl drin? Finde ich ziemlich nice. Können wir einmal komplett drumherum ziehen. Mal sehen, wie das aussieht. So. So wäre das dann. Wäre der Mega-Schutzbunker. Ist schon heftig, ne? Da müsste man dann noch irgendwie mit Türmen da reingucken. Von hier zum Beispiel. Oder von hier wäre eigentlich die perfekte Sicht. Dass man so reingucken kann. Aber finde ich schon gar nicht so schlecht. Was wir auf jeden Fall noch für ein Problem haben werden bei diesem Zaun ist, dass das Tor da ziemlich doof drin aussieht. Weil der Zaun halt so hoch ist. Schaut euch das mal an. Sieht halt total unsicher aus. Ich bin fast am Überlegen, ob wir hier nicht einen richtig gefährlichen Fleischfresser reinpacken. Ja, bei der Größe wird das, glaube ich, schwierig. Müssen wir mal schauen. Und einfach das Tor weglassen. Und dann einfach das Ganze mit dem Helikopter machen. Ich glaube, wenn wir da ein Tor reinbauen, das würde uns die Optik echt versauen. Aber ich finde es so eigentlich schon ganz cool. Wir müssen natürlich dann noch drumherum so ein bisschen gestalten. Ich denke mal, ich würde das ganze Stück hier auf jeden Fall mit diesem Fels machen. Und noch so ein paar Büsche rein. Und dann sieht das, glaube ich, schon ganz cool aus. Was ist denn, wenn wir hier noch mal den Rand so ein bisschen abpinseln? Boah, das ist schon ein heftiges Gehege, ne? Diese Zäune gefallen mir richtig gut. Da kann man dann bestimmt auch nochmal hier so ein bisschen mit dem Buschtool das Ganze ein bisschen grüner machen und natürlicher. Oh, das ist doch super. Ich glaube, das ist richtig nice, wenn man da außen rumläuft. Dann denkt man echt so, wow, was scheint da, was ist da wohl drin? Also ich würde das zumindest denken bei so einem Zaun. Und dann geht man definitiv zu den Aussichtstürmen und Plattformen, die man dann hat, um da reinzuschauen. Also ich glaube, da würde jeder hingehen bei dem Zaun. Okay. Seht ihr das mit dem Höhenunterschied? Das ist schon echt cool, ne? Dass die Leute hier langlaufen und da unten ist dann der Zaun. Ich finde, das hat was. Das ist echt nice. Ich werde, glaube ich, sogar den Weg hier oben dann noch weiterführen, definitiv. Ich denke mal, hier so diese Richtung noch weitergehen. Und ja, ansonsten gar nicht. Und dann könnten wir sogar schon wieder hier das klassische Dreier-Wegeschema nehmen. Dass wir unseren Dreierweg hier wieder machen mit allen drei Farben, den wir den ganzen Park schon gemacht haben. Den Weg habe ich jetzt erstmal außen rum gezogen, soweit. So sieht das jetzt aus. Bin ich schon sehr zufrieden mit. Und wir planen jetzt erstmal nochmal ein bisschen weiter. Ich habe eigentlich Lust, hier noch irgendwie einen Fluss oder so unterzubringen. Das wäre mega cool. Der würde dann irgendwie von hier oben nach hier unten oder so fließen. Das würde ich richtig feiern. Wird allerdings ein bisschen schwierig werden, glaube ich. Aber ich glaube, ich werde es versuchen. Also ich muss dann nochmal alles entfernen und hier hinten auch alles auf eine Höhe bringen. Weil ihr wisst ja, Wasser geht ja leider nur auf eine Höhe. Und dann schauen wir mal, wie wir den da entlang führen können. Ich glaube, das würde richtig cool aussehen. Und dann machen wir hier schön am Rand den Fluss entlang. Erstmal ruhig ein bisschen breiter zeichnen. Den kann man dann ja immer noch schmaler machen. Das kennt ihr ja schon. So, hier schön hinten am Rand entlang. Bis hier vorne. Gut, der Ursprung, der würde dann irgendwo einfach aus einem Wald kommen. Eigentlich immer die schönste Lösung, die man machen kann. Einfach den Wald dicht zeichnen. Und dann hat man da den Ursprung des Flusses. Hier auf der anderen Seite genauso. Da würde ich den dann hier entlang führen. Vorne wäre dann wieder eine Brücke. Oh Gott, jetzt haben wir hier auch noch Höhenunterschiede. Ja, Höhenunterschiede und Wasser ist immer schwierig. Hier müsste man dann auch noch den Rand des Flusses ganz leicht tarnen mit Wald. Weil die Brücken, die wären dann einfach, oder würde ich einfach mit so einem Geländer hier machen. Ein schmaler Fluss wird mir, glaube ich, echt schon reichen. Das Grat ist halt wirklich noch sehr groß. Wieso geht das jetzt hier nicht? Jetzt aber. So, das wäre dann eine Brücke. Jetzt versuche ich mal, den Fluss ein bisschen schmaler zu machen. Wie der dann aussieht. Bin ich ja echt mal gespannt. Also so Flüsse zu zeichnen ist halt echt immer ultra schwer in dem Spiel, leider. Sieht aber schon nicht schlecht aus, wenn das so ein bisschen schmaler ist. Hier auch natürlich schmaler machen.
Man könnte den Flusslauf auch noch interessanter machen. Also hier werde ich es auf jeden Fall so ein bisschen abrunden. Indem man dann zum Beispiel mal so eine Verbreiterung macht. Bin ich ja echt mal gespannt. Wenn wir das gleich ausschmücken noch mit Büschen und so. Das könnte, glaube ich, ziemlich nice aussehen. Okay, hier natürlich auch eine Brücke hin. Definitiv. Und dann haben wir da zwei Brücken. Das wäre dann Fluss. Der sieht natürlich jetzt noch ein bisschen kahl aus. Aber ich glaube, später wird das cool aussehen, wenn wir da noch Felsen und Bäume und so reinmachen. Ich werde den jetzt aber noch nicht genau gestalten, weil es kann sein, dass er sich noch ändert, wenn er dann an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so passend ist. Das ist jetzt aber der Grundriss schon mal. Also wir würden eher hier außen die Strecke entlang führen. Schön gleichmäßig. So, hier schön abgerundet. Hier vorne würde ich sehr gerne noch eine zweite Station irgendwo hin machen. Ich mach mal so. Dann schauen wir mal. So wäre dann die Kurve. Das finde ich gar nicht so schlecht. Hier hinten könnte man dann noch ein paar Besucherläden machen. Und hier könnte man eventuell überlegen, noch einen Turm hinzukriegen. Der dann darüber schaut. Schön in die Richtung. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Können wir ja schon mal für die Grundplanung hier hin machen. Weil ich wüsste gar nicht, wo der sonst noch hin soll. Also ich glaube, das ist schon okay. Ich hoffe, dann kann man da auch einigermaßen reingucken. Ja, die Sicht ist nicht ganz perfekt, aber man hat ja auch die Einschiebebahn, von der kann man ja auch da reingucken. Dann guckt man über den Fluss, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich kann ja hier auch schon mal ein paar Felsen runter dahin machen. Ja, das macht nämlich Sinn hier auf dieser Insel. Sehr schön. Dann haben wir da schon mal ein paar Felsen. Das nimmt doch gerade alles schon Form und Gestalt an. Ich glaube, das wird ziemlich cool werden. Und als nächstes können wir dann schon mal das Gehege hier gestalten. Will ich ein bisschen Höhenunterschied wieder einbauen, aber nicht zu viel. Auf jeden Fall so, dass nichts kaputt geht. Muss man halt natürlich aufpassen jetzt, ne? Dann Felsen da oben drauf. Finde ich ganz cool immer. Hier einen Felsen drauf machen. Da einen Felsen drauf. Und hier nochmal den anderen nehmen. Den hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das Wasser da gut reingeht. Ja. Geht so, ne? Könnte besser sein mit dem Wasser. Aber reicht eigentlich für so einen Theropoden aus, muss man sagen. Jetzt pinseln wir mal hier kurz das Ganze ein bisschen felsiger. Den Weg ist nämlich schön felsig. Auch hier ein bisschen weißer. Das Grün gefällt mir da nicht so. Schöne Schneegehege. Weil Grün kommt gleich auch noch durch die Büsche und Pflanzen rein. Deswegen passt das eigentlich, wenn wir das hier erstmal komplett entfernen. Ich kann ruhig noch so ein bisschen Fels überall durchschimmern, damit das alles felsig aussieht. Wenn, dann machen wir hier mal diese Bäume rein. Die sehen nämlich auch relativ trocken aus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Soll ja auch nicht so fruchtbar dann aussehen. Theropoden mögen es ja auch meistens, wenn da nicht ganz so viel Wald drin ist. Futterspender brauchen wir noch. Futterspender. Kommt der denn am besten mal hin? Wir haben eigentlich gar nicht viele Spots, ne? Der hier ist, glaube ich, schon fast der beste Spot und damit ist unser Baum schon wieder gone. Ja, und damit haben wir das Gehege schon fast fertig. Wir könnten nochmal hier einen kleinen Felsen hinmachen. So. Hier könnte man auch noch mal einen hinmachen. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Da sind noch ein paar Büsche da rein. Ich glaube, viel mehr Möglichkeiten haben wir dann gar nicht. Büsche machen immer echt noch viel aus, finde ich. Sieht immer wunderschön aus. So. Hier drumherum schön pinseln. Können wir nochmal ein paar von diesen braunen Büschen nehmen. Ein bisschen trockener aussehen und nicht so fruchtbar. Okay.
Das ist doch ganz in Ordnung. Ich glaube, diesen Baum können wir halt wirklich noch entfernen. Drei Bäume müssen an dem Gehege einfach mal ausreichen. Finde ich gar nicht schlecht. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier machen wir es dann ähnlich beim Turm, wie wir es schon öfter gemacht haben. Ich denke mal, das ist die eleganteste Lösung. Dann bleiben hoffentlich auch die Stützen noch hier. Wäre ganz cool. Wenn man dann einfach nur dahin gehen kann. Zum Turm. Den Hauptweg sollten wir vielleicht jetzt schon mal zeichnen. Der wird ja hier so abgehen. Das wird der Hauptweg sein. Ja, so können wir das schon mal machen. So. Das ist doch in Ordnung. Hier müssen jetzt auf jeden Fall noch Besucherläden oder sowas hinkommen. Weiß aber noch nicht, was uns noch fehlt. Hotel wäre natürlich mega gut. Das würde sogar passen. Oha. Okay, sollen wir hier noch ein Hotel einbauen? Warum eigentlich nicht, ne? Wenn das schon so gut passt, bauen wir hier doch mal ein Hotel hin. Haben wir jetzt hier einen Hügel drin? Ich hoffe, das Hotel ist eben... Ich denke aber schon, ja. Zwar nur hier vorne der Hügel. Ich würde das natürlich gerne noch ein bisschen gestalten, aber ich glaube, hier in der Ecke wird uns nicht viel überbleiben, als noch Wald zu zeichnen. Und hier müsste jetzt noch ein weiterer Laden hin, habe ich gesagt, ne? Die Bar. Die hatte ich geplant. Schauen wir doch mal, dass wir die auch noch hier eingereiht kriegen. Das sieht sogar sehr gut aus. Am besten möglichst im gleichen Winkel. Und so ungefähr. Müssen wir auch hier nochmal in die Lücke rein. Das sieht aber gut aus. Das klappt soweit. Da werde ich es dann ähnlich machen wie auf der anderen Seite, dass wir hier oben nochmal ein Stück runter gehen. Und dann von hier aus mache ich das so. Ich glaube, ich mache es einfach so. Gefällt mir ein bisschen besser, als wenn das abgerundet ist, glaube ich. Das mache ich auf der anderen Seite auch nochmal eben schnell. Dass ich hier die Ecke nochmal ändere. Das finde ich besser. Okay. Und schon haben wir hier so eine kleine Einkaufsmeile schon mal. Hier auf die andere Seite könnten wir nochmal einen Schutzbunker oder eine Toilette machen. Eigentlich passt eine Toilette mehr als perfekt. Denke ich mal. Mache ich die mit ein bisschen Abstand? Ich glaube, die mache ich mit so einem weißen Weg dann. Dann haben wir das hier zumindest auf der anderen Seite. Toilette und der Schutzbunker stehen jetzt soweit. Damit bin ich jetzt auch zufrieden. Und jetzt können wir schon anfangen, so ein bisschen zu gestalten. Ich werde jetzt erstmal am Ufer so ein bisschen entlang ein paar Blumen und Bäume und sowas ziehen. Nehme ich auch mal hier diese schön farbigen Blumen. Hier vielleicht auch nochmal einen schönen Felsen in die Ecke. Welchen haben wir dann hier noch nicht benutzt? Nehmen wir diesen hier. Allgemein können wir auch am Ufer noch so ein paar, oder im Fluss, so ein paar Felsen machen. Immer ganz schön. Ah, hier noch nicht. Hier vorne vielleicht nochmal rein. Oh ne, 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 ist nicht gut. Die Säule soll dann schon da bleiben. Der war nicht gut platziert. Okay, ich habe mich jetzt nochmal ordentlich ausgetobt und hier einiges an Dekoration, Stein, Büschen, Bäumen und so weiter platziert. Damit das Ganze ein wenig natürlicher aussieht. Habe ich jetzt auch rausgeschnitten. Hier vorne habe ich noch so eine kleine Mauer gezogen als Sichtschutz, damit die Leute von hier nicht darüber gucken können. Fand ich eigentlich ganz cool. Ansonsten habe ich das hier mal nicht so begrünt. Das ist, glaube ich, auch okay. Und so sieht der Fluss aus. Sieht, glaube ich, auch jetzt ziemlich nice aus. Sehr natürlich. Ein paar Bäume, viele Büsche, ein paar Felsen. Also gefällt mir optisch auf jeden Fall sehr gut der Bereich. Und das ist der vorletzte Bereich für unsere Arctic Jurassic World. Natürlich fehlt noch ein Bewohner, den lassen wir gleich frei. Und wir haben jetzt nur noch dieses Stück hier offen. Das werden wir beim nächsten Mal bauen und dann werden wir noch einige Feinheiten machen. Und dann sind wir schon fertig. Dann wird es noch eine Tour geben und natürlich eine Modliste. Ich werde alle Mods hochladen, die ich hier selber erstellt habe für den Park. Und die könnt ihr dann natürlich alle selber auch ausprobieren. Also wird nicht mehr allzu lange dauern, aber jetzt lassen wir erstmal unseren heutigen Bewohner frei. Und das hier sind die Bewohner von unserem neuen Gehege. Sieht
der nicht cool aus? Das ist der Aero Steon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Richtig coole Mod, habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Habe ich nur noch nie verwendet. Ja, mega nice. Also ich glaube, da habe ich eine sehr, sehr gute Wahl getroffen. Und natürlich möchte dieser auch einen schönen Namen von euch haben. Also gerne damit in die Kommentare, wenn ihr einen passenden habt. Boah, was für Klauen der hat. Das ist ja richtig insane. Und die roten Augen. Und die Farbe ist auch cool. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und er kriegt natürlich auch noch einen Kumpanen in etwas anderer Farbe. Sieht auch richtig cool aus. Und auch dieser möchte einen wunderschönen Namen von euch. Also gerne damit in die Kommentare. Ist fast die letzte Chance, sich hier zu verewigen. In der nächsten Folge werden wir noch weitere Dinosaurier freilassen. Und dann war's das schon. Dann sind wir schon wieder mit diesem Parkbauprojekt fertig. Das ging jetzt echt sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Und damit landen unsere zwei neuen Bewohner hier in ihrem Gehege. Mega cool. Ich hoffe, die fühlen sich hier wohl. Aber sollte von der Größe her passen, oder? Wenn man das so mal von der Größe der Dinosaurier vergleicht in dem Gehege. Also ich glaube, das ist schon ziemlich nice. Und die beiden sehen auch echt bedrohlich aus. Gefällt mir richtig gut. Oh, scheinen sich auch wohl zu fühlen. Das ist doch richtig schön. Da oben fährt auch die Einschienbahn. Hat einen perfekten Blick hier auf unsere beiden Aerosteons. Und die knabbern jetzt erstmal gemütlich Fleisch. Aber Leute, das war die heutige Folge von unserer Arctic Jurassic World. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.